Und wir bleiben gewissermaßen beim Thema Wäsche. Vielleicht reizt sie das ja, soll ja durchaus vorkommen. In der Redaktion jedenfalls hat die Ankündigung, sich mal ganz in Ruhe im Reich der Unterwäsche umzuschauen, durchaus für glückliche Gesichter gesorgt. Aber auch die Frauen fanden es interessant. Naja, es ist ja auch kein beliebiger Bummel, auf den wir sie einladen. Es geht nach Berlin, in ein alteingesessenes Textilparadies der ganz besonderen Art. Die kleinste Größe, ganz, ganz goldig, 65A. So, und das ist unser größter BH, umfangmäßig groß, cupmäßig groß. Ja, ist schon eine Sensation. Das ist die 120 Kaufmann. Dreimal im Jahr wird dieses Stück sogar gekauft. Und zwar bei Korsett Engelke, ein echtes Berliner Traditionsgeschäft. Ein bisschen scheint die Zeit stehen geblieben zu sein in diesem 64 Quadratmeter Reich aus Mieder, Korsetts und Spitzen. Seit fast 70 Jahren werden hier ausgefallene Frauen- und Männerträume wahr. Für jede Form die richtige Verpackung gefunden. Geführt wird der Laden in der dritten Generation. Heute von Antje Fröhlich, vorher von Mutter Ursel Rieck, geborene Engelke. Ursel Rieck ist heute 76 Jahre alt. Sie kommt nur noch als Gast in den Laden, dem sie ihr ganzes Leben gewidmet hat. Eine schwere Hüftoperation hat sie in den Ruhestand gezwungen. Leicht ist es ihr nicht gefallen, das Geschäft an ihre Tochter zu übergeben. Das ist so mein Herzblut. Ich habe das hier, also wir haben Tag und Nacht geackert, um das aufzubauen. Ja, und dann fehlt einem einfach was. Und wenn dann natürlich was geändert wird, dann tut es irgendwo ein bisschen innerlich weh. Gegründet hat das Geschäft 1947 Ursel Rieks Vater Karl Engelke. Ihr selbst wird die Leidenschaft für Unterwäsche quasi in die Wiege gelegt. Dann haben sie im Hinterzimmer angefangen, Korsetts zu nähen und so weiter. Und ich bin also praktisch zwischen den Gripsen und Strapsen geboren. Ich kam zu früh und zu schnell mittendrin. Gemeinsam mit ihrem Vater entwickelt Ursel Rieck nach dem Krieg ihren größten Verkaufsschlager. Da kam eine Kundin zu uns und die sagte, also ich möchte, weil mein Mann hatte erzählt, er war in Frankreich und da hatten die Frauen dann so eine Höschen an, die im Schritt offen sind. Und dann haben wir gesagt, na klar, können sie kriegen. Ne? So, dann war die Kundin weg und dann haben wir überlegt, was meint die eigentlich? Wir haben also wirklich nicht gewusst, was ein Ouvert-Höschen ist. Und dann haben wir eben überlegt, quer oder längs. Und da haben wir gesagt, also machen wir es wie die Natur, machen wir es längst. Und dann hatten wir das Höschen fertig, hatten das schon im Laden mal so ein bisschen dekoriert. Und dann haben die anderen Leute gesehen und dann war der Hammer. War also der Renner im Ganzen, ja, in allen Farben. Und wussten wir ja nicht, dass sie alle so scharf darauf waren. Ich meine, sonst wird es ja langweilig zu Hause, ne? Heute sind sie Anlaufstelle für schöne Wäsche, auch jenseits der Standardgrößen. Ich brauche einen BH. BH. In meiner Größe. Okay. Früher noch selbst genäht, mittlerweile wird die Ware aus aller Welt angeliefert. Huch. Ja. 80 soll schön festsitzen. Genau, richtig schön, sodass er schön hält. So. Antje Fröhlich hat ein Herz für Figuren jeder Art. Oft ist sie die letzte Rettung für Frauen mit üppigeren Formen. Diese Frauen erleben natürlich wirklich dann auch gerade so in Kaufhäusern wirklich auch einen Albtraum. Ne? Dass einfach die sagen, ja Gott, dann nehmen sie erstmal ein paar Kilo ab oder lassen sie was machen oder wie auch immer. Ne? Und das ist schon sehr, sehr traurig. Mhm. So, na das sieht ja toll schön aus. Berührungsängste oder falsche Scham kennt Antje Fröhlich nicht. Wer zu ihr in den Laden kommt, muss damit rechnen, dass auch ordentlich Hand angelegt wird. Also da ist eine Fachfrau da, die sieht sofort, die misst es ab, den Umfang, und sie sieht sofort die Körbchengröße. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Urlaub fliege im Winter und sage, oh, ich brauche jetzt ein Bikini oder einen Badeanzug, dass ich wirklich einen kriege und der auch ästhetisch schön aussieht und nicht irgendeine Gurke. So muss ich es mal beschreiben. Normalerweise ist es immer so eine traumatische Erfahrung, BHs zu kaufen, aber diesmal war es ganz toll. Was nicht passt, wird in der kleinen Nähstube passend gemacht. Dafür sorgt noch immer Edith Wernicke. Sie ist über 80 Jahre alt. Ans Aufhören denkt sie trotzdem noch lange nicht. Ich bin jetzt 41 Jahre hier. Macht mir Spaß. Ich komme dreimal die Woche 4 Stunden. Und dann gehe ich wieder nach Hause und habe einen ausgefüllten Tag. Den Familienbetrieb übernehmen wollte Antje Fröhlich eigentlich nie. Sie lernt erst Steuergehilfin. Die eigene Mutter als Chefin, nein, danke.
Und tatsächlich ist die Zusammenarbeit nicht immer ganz einfach, als sie vor 26 Jahren anfängt, im Laden mitzuarbeiten. Aber sie merkt schnell, irgendwie liegt ihr das Geschäft mit Mieder und Spitze doch im Blut. Das ist das, was mir Freude macht, was mir Spaß macht. Ich brauche Menschenkontakt. Ich bin so ein bisschen mit Psychologie und das finde ich toll, das macht Spaß. Und das hatte ich vorher im Büro natürlich nicht. Ne? Und von daher habe ich jetzt wirklich gemerkt, das ist das, was ich möchte, was ich weiterführen möchte. Das Lebenswerk ihrer Mutter erhalten und gleichzeitig ihre eigenen Ideen umsetzen, das ist Antje Fröhlichs Traum. Den hat sie sich nun erfüllt. In ein paar Wochen eröffnet sie die nächste Generation von Korsett Engelke. Ein neuer Laden, fast doppelt so groß. Mutter Ursel ist zwar noch ein bisschen skeptisch, aber Hauptsache, es bleibt in der Familie. Wie doppelt so groß, was das denn? D wie Drehscheibe. Die neuesten Enthüllungen dann gerne wieder morgen, 10 nach 12. Heute.de versorgt sie einstweilen mit Neuigkeiten. Genauso wie Susanne Konrad, jetzt im Mittagsmagazin. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, tschüss.